Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier bei Frankenfernsehen. Dass Wohnungsbesitzer verschimmelte Löcher zu horrenden Preisen vermieten, das ist menschenunwürdig. Das Wohnungsaufsichtsgesetz hätte da Abhilfe schaffen können, das allerdings wurde im Jahr 2008 aufgehoben. Jetzt will die SPD die Gemeinden wieder zu dieser Wohnungsaufsicht ermächtigen. Eigentum verpflichtet schließlich. Bloß die Versäumnisse in der Wohnungspolitik der letzten Jahre können natürlich nicht von heute auf morgen beseitigt werden. Deswegen ist übergangsweise ein Wohnraumaufsichtsgesetz, wie es die SPD gefordert hat, als regulativ durchaus sinnvoll und notwendig. Kommunen, die den Bedarf haben, sollen die Möglichkeit haben, mit diesem Gesetz einzugreifen. Deswegen haben wir da zugestimmt. Es gab mal so ein Gesetz, das sollte unter anderem verhindern, dass Wohnungen überbelegt werden, sollte dafür Sorge tragen, dass also gesunde Wohnverhältnisse in einem gewissen Rahmen bestehen und Ähnliches. Aber dieses Gesetz wurde abgeschafft, ja aus Gründen, die vom Gemeindetag vorgebracht wurden, die gesagt haben, eigentlich ist es eine irre Bürokratie. Und wenn man bedenkt, dass innerhalb von 5 Jahren, von 98 bis 2000, so genau 4 Maßnahmen darauf fußten, auf diesem Gesetz, dann zeigt sich eigentlich, dass hier kein Bedarf für eine Anwendung besteht. Über 80% der bayerischen Gemeinden haben Fördermittel für schnelles Internet beantragt. Doch die CSU will, dass damit in erster Linie die heimische Wirtschaft in den Gewerbegebieten versorgt wird. Betriebe sollen also bevorzugt beschleunigt werden. Geht das auf Kosten der Privathaushalte? Wenn wir sagen, wir wollen gleich wertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land, dann heißt das, ich muss auch dort Arbeitsplätze schaffen. Und dann heißt das, ich muss auch dort die Möglichkeit schaffen, wirklich Wohnen und Arbeiten miteinander zu verknüpfen. Und das kann ich nicht, wenn ich unter 50 Megabyte habe bei so einer Leitung. Und der Bedarf nach 100 Megabyte und darüber ist ganz klar da für gewerbliche Ansiedlungen. Erst einmal entscheiden die Gemeinden selber, in welchen Gebieten sie ausbauen wollen. Aber gerade im ländlichen Raum ist es dringend notwendig, dass wir insbesondere die Gewerbegebiete mit schnellem Internet versorgen. Und bei einem Ausbau in den Gewerbegebieten profitieren ja auch die Wohnungen, die privaten Häuser im Umgriff des Gewerbegebietes. Und das war es auch schon wieder von uns, von Plenum TV für Frankenfernsehen. Und wir, liebe Zuschauer, sehen uns in der kommenden Woche wieder. Machen Sie es gut. Servus.